haben jetzt hier den Verantwortlichen, den David, neben mir stehen. Und gleich ein paar Fragen vorneweg. Das, wie viele Rennen ist denn das heute gewesen von euch, das ihr organisiert habt, hier von der katholischen Jugend? Das ist seit 2006 jetzt das 5. Seifenkistenrennen, das wir von der katholischen Jugend aus veranstalten. Okay, und das macht ihr so aus Lust und Laune oder habt ihr euch das irgendwo abgeguckt oder wie kamt ihr da drauf, so ein Seifenkistenrennen hier aufzulegen, jährlich hier in Stupferich? Also die ursprüngliche Idee hatte der Lars Flür. Der war mal bei uns in dem Ausschuss, wo das Ganze organisiert. Er war da viele Jahre mit dabei, hat es auch geleitet und hatte immer den Vorschlag in die Runde geworfen. Dann haben wir angefangen, das Seifenkistenrennen zu veranstalten. Ganz große Sache. Wie wir jetzt selbst beobachtet haben, sind jedes Jahr mehr und mehr Kisten hier aktiv dabei. Wie viel waren es diesmal? Also dieses Jahr waren es 15 Kisten, die teilgenommen haben. Wir hatten jetzt heute Morgen noch das Problem, dass einer kurzfristig absagen musste, weil er einen Reifenplatzer... Der Paul Nagler. Der Paul, der Sohn, ja. Genau, weil beim Aufladen von der Kiste ein Reifen geplatzt ist. Also es war sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay, ja. Aber 15 waren dabei. 15 waren und ihr dabei. Habt zum ersten Mal das gesplittet in zwei Gruppen. Warum und weshalb und wie habt ihr das gemacht? Also wir haben das dieses Jahr in zwei Gruppen gesplittet, einfach um es ein bisschen fairer zu machen. Letztes Jahr hat ja, genau wie dieses Jahr, bei den Senioren der Thomas Bastian gewonnen. Ja. Und da haben einige Leute halt gemeint, dass das halt nicht ganz fair ist, wenn dann so ein Älterer dann gegen die ganz Jungen fährt. Und wir haben uns überlegt, wie wir das am besten machen können und haben dann den Schnitt eben bei den 12-Jährigen gemacht. Okay. Die Unter-12-Jährige waren dann die Junioren und alles, was drüber waren, war dann die Senioren. Ich glaube, mit der Regelung waren alle zufrieden heute. Doch, auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das hat das Ganze auch nochmal ein Stückchen aufgewertet. Okay, und Wetter hat heute auch mitgespielt. Heute Morgen hat es noch in Strömen geregnet und als wir das Rennen hier begonnen haben, hat es auch noch geregnet und dann kam die Sonne raus. Ja. Und das war fantastisch. Ich glaube, euch ist da auch so ein bisschen, habt ein bisschen Angst und sind die Nerven fast durchgegangen? Ja, definitiv. Also muss man sagen, das gehört auch schon zu der Tradition vom Seifenkistenrennen, dass wir jedes Jahr, wirklich jedes Jahr ums Wetter zittern müssen. Ja. Wir haben es am Anfang, die ersten 3 Jahre, noch im Spätjahr gemacht, das Seifenkistenrennen. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, eben, dass wir nicht mehr zittern müssen, verlagern wir das Ganze ins Frühjahr. Und, oder in den Sommer rein, ja. Und trotzdem müssen wir jedes Jahr zittern, ja. Und haben aber auch jedes Jahr das Glück, dass dann wirklich kurz vorher noch die Sonne rauskommt. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war es auch so, hat es Tage vorher richtig geregnet, ja. Und genau an dem Tag, wo es Rennen war, war dann der erste schöne Tag. Genau. Und ihr habt eine neue Zeitmessanlage heute eingesetzt. Mhm. Wie kam das dazu? Gut, letztes Jahr war ja auch das Thema, dass der erste und der zweite, dass die wirklich nur einige Zehntelsekunden auseinander waren. Ja. Und da haben wir ja gestoppt, da ist einer oben mit dem Walkie-Talkie gestanden und hat gesagt, der fährt jetzt runter und der andere ist unten gestanden mit der Stoppuhr und hat das Ganze dann gestoppt, genau. Mit der Stoppuhr, okay. Und das war halt einfach zu ungenau. Und da haben wir gesagt, um das Ganze fairer gestalten zu können und wirklich sagen können, wir messen die Zeit, müssen wir da jetzt einen Schritt gehen und einfach da umstellen. Auf. Und da habt ihr ja eine richtige Hightech-Anlage mit Lichtfallen oder Lichtschranken hier aufgebaut, mit einem riesen Kabel, riesenlangen Kabel, hunderte von Meter lang. Wo habt ihr plötzlich das Geld her, um so eine teure Anlage hier installieren zu können? Also die Anlage an sich, die hätten wir uns nicht leisten können, weil die hat wirklich einen 4-stelligen Betrag gekostet. Okay. Und aber wir haben da wirklich in allen Ecken Sponsoren aufgetan, die uns wirklich sofort alle geholfen haben und haben wirklich die Kosten minimieren können auf einen Bruchteil von dem, was es eigentlich gekostet hätte, weil uns halt Leute unterstützt haben. Unter anderem zum Beispiel der Jochen Nagler, der die ganzen Kabel gesponsert hat. Das sind 500 Meter Kabel, wo wir an der Strecke gebraucht haben. Der Alfons Gartner hat uns noch mit Elektrokleinteilen ausgeholfen. Der Peter Geist hat uns privat gesponsert, der hat uns einen Geldbetrag gegeben. Dann vom Thorsten Oeder, der auch mitmacht, dem sein Stiefvater. Der hat die Zeitmessuhr, die sieht man jetzt hier da hinten auch stehen, die Zeitmessuhr gesponsert, das ist so ein Bausatz und ja, da kam eins zum anderen und alle haben uns wahnsinnig unterstützt. Toll, sieht man ja, dass das Rennen sehr beliebt ist hier, dass sehr viele Leute interessiert sind, dass es immer besser wird und dass ihr technisch besser ausgestattet werdet. Mhm. Und das hat man heute ja auch an den Zuschauern gesehen, es waren unheimlich viele Leute da. Was schätzt ihr, wie viele Leute, wie viele Zuschauer heute so hier waren, ganz grob? Also ich schätze, dass wir trotz dem schlechten Wetter, das wir jetzt am Anfang noch hatten, 200 Leute dürften es, denke ich, gewesen sein. Ja, das waren nach meiner Schätzung ein paar mehr. Okay, also es war gut. Und dann seid ihr auch vom Umsatz zufrieden. Es muss ja auch ein bisschen was reinkommen im Getränkeverkauf und ein bisschen was Gegrilltes angeboten. Das ist auch ganz gut angenommen worden, wie immer. Ja, das ist so ein angenehmer Nebeneffekt, den man da hat. Das ist gut gelaufen, hat gepasst, ja. Und wie viele Monate habt ihr euch im Vorfeld jetzt schon mit der Sache beschäftigt, die Vorlaufzeit? Wann habt ihr da angefangen? Gerade zum Beispiel die Zeitmessanlage, das haben wir wirklich direkt nach dem letzten Rennen angefangen und das ist wirklich auch das ganze Jahr über gelaufen.
Also da haben wir wirklich das komplette Jahr immer mal wieder, bis man dann die ganzen Sponsoren, am Anfang waren es organisatorische Sachen, bis man das ganze Material zusammen hatte. Dann hat man es immer wieder ausprobieren müssen, funktioniert es, wie man es sich vorstellt, gerade über so lange Strecken. Das hat bis jetzt auch noch keiner gemacht, den man gekannt hat, wo man fragen konnte und so. Und ansonsten die Vorbereitung für die eigentliche Veranstaltung, jetzt mal abgesehen vom Seifenkistenrennen, die ist dann im Frühjahr losgegangen. Wie groß ist euer Team, die Aktiven, die das Ganze jetzt gemacht haben? Es sind circa 15 Leute, die in dem Team sind, die das speziell organisieren. Das ist das Gremium Kultur von der katholischen Jugend. Und dann gibt es nochmal also die komplette Leiterrunde, die dann jetzt auch mitgeholfen hat. Also das sind dann so 20 Leute, 25 Leute, wo dann alle heute mitgeholfen haben. Tolle Sache. Dann hoffen wir, dass es so weitergeht und dass ihr nächstes Jahr wieder Glück habt mit dem Wetter. Und noch mehr Teilnehmer, dass es vielleicht 17 oder 20 werden. Ja. Toi, toi, toi von uns aus und vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch.